Oh, was sagst du mir jetzt? Sechs verschiedene Skills zur Auswahl am Anfang. Drei Reiter? Ne, ich hab da bloß zwei nebeneinander und dann geht's unten weiter und Minimum Level required 10. Achso, Corpus also Sentinel und so weiter, Spectre, ja, klar. Ja, genau. Habe ich gar nicht beachtet. Ist auch extrem versteckt, muss man sagen. Also ein bisschen versteckt. Grundsatz im Spiel, konzentriert dich auf alles, was ein Fernkämpfer ist, alles, was ein Nahkämpfer ist, scheißegal. Das wird lieber auf beiden. Du bist der Schaden macht. Mhm. Bei mir dauert alles eben. Ich glaube, so viel Schaden mache ich aber gar nicht. Kommt mir irgendwie so vor. Na gut, die Spanne wird natürlich jetzt größer werden. Ich finde das Trefferfeedback jetzt auch nicht so gut irgendwie, ich weiß nicht. Klar, es blinken ständig Zahlen auf, damit ich sehe, wie viel Damage ich mache, aber es sind so viele Zahlen auf dem Bildschirm, ich weiß da nicht genau, was meine Waffe war. Oh, hier ist ein... Okay, ne, ist bloß ein Head. Ich dachte, das wäre eine Axt. Da ist eine Axt. War mein so. Okay. Hier müssen wir rein. Aber wollen wir vorher noch gucken, ob wir irgendwie Equipment ändern können? Ganz kurz equipen. Genau. Ich würde es mal ganz kurz equipen, weil wir werden es gleich brauchen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe eh schon die beste equipped. Bitte jetzt nicht gleich reinrennen. Nee. Ich meine, wenn wir drinnen sind. Achso, nee, auch nicht. Gleich am Anfang stehen bleiben. Mhm. Das ist der Plan. Okay, warte, ich mach mal noch kurz. Also, dass du im Vergleich im Schadenswert hast, mein Standardangriff macht jetzt 7 bis 12 Schaden. Und recht viel mehr habe ich. Mhm. Quasi gar nicht. Also, meiner macht 9 bis 18 Schaden. Okay, wir können. Von mir aus. Ganz kleine Kurve. Ja, klar. So. Ein paar HP habe ich jetzt. Mal gucken, ob es reicht. Mhm. Ansonsten sollte halt immer einer versuchen zu überleben, bis der andere wieder spawnt. Weil in diesen Teleportern kann man dann auch einstellen, dass man quasi beim Partner wieder spawnt. Das kostet dann ein bisschen mehr Gold, als wie wenn man jetzt im Dorf wieder spawnt. Aber es ist möglich. Ich weiß nicht, wie wir das dann machen, wenn einer stirbt. Eigentlich wäre es schon besser, wenn wir das Gold sparen, oder? Probieren wir einfach erstmal. Nicht, stopp! Man muss die ja so ein bisschen anlocken, damit die herkommen. Ja, aber hier ist der Boss drin. Ja, das weiß ich schon. Deswegen wollte ich erstmal die Creeps irgendwie anlocken, die erstmal wegmachen und dann den Boss. Schieß mal auf ein paar. Ja, ich mach grad meine Skills höher. Level up. Achso. Okay. Ich kann nicht hinlaufen. Ich kann sie die hier abnehmen, aber nicht hinlaufen. Ja, der Boss ist hier gleich ums Eck. Also hier können wir noch lang, oder? Ja, die können wir nochmal. Unten links. Ah, okay. Da wo es blinkt. Die konzentrieren sich eh automatisch auf dich irgendwie. Hast du da irgendwie so einen Skill? Nee. Ich hab einen Skill, wo ich dir sofort Akku abnehme, aber ansonsten werden Nahkämpfer prioritisiert. Ah. Grundsätzlich vom Spiel aus. Okay, dann wollen wir mal hin, oder?
Vor die Creeps respawnen. Ich will mal einen Trank nehmen. Okay, zur Hälfte haben wir ihn schon. Aber die Skills, die rechargen so langsam. Ich kann meistens so den normalen Schuss hernehmen. Mana-Problem. Aber die Lebensenergietränke, die haben auch so einen Cooldown. Deswegen denke ich immer, dass man unendlich quasi hat. Nur es gibt diesen Cooldown eben. Ist ja auch so, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es kann auch sein, dass er in der Zwischenzeit einen aufgesammelt hat. Müssen wir das jetzt alles ablaufen, oder was ist da los? Erstmal müssen wir die hier noch umgehen. I can't do that. Schieß auf das Siegel in der Mitte, bitte. Ach so. Sonst respawnen die ewig. Ja. Kann man auf das Siegel überhaupt schießen? Ah. Ja. So. Quali wieder kriegen. Wird sternförmig aufgebaut sein, ne? Die Brücke ist toll. Ja, dagegen bestimmt irgendwie 3 Monate Entwicklungszeit drauf. Und das halbe Budget, aber es hat sich gelohnt. Allerdings, ich hab's noch nie probiert, aber kann gut sein. Ja, von den Lichteffekten ist es schon irgendwie hübscher als der erste Teil. Das war der erste Teil. Hab ich das Gefühl. Okay, one more to go. Da war noch einer. Ja. Mann, ich habe einen Skillpoint und ich kann den für nichts hernehmen, weil es braucht immer 2 Skillpoints. Nervt mich. Welches Level bist du jetzt?
dem Weg zur 6 kommen. Ah. Ja, ich bin auch gleich 6. Vielleicht in 2 Kämpfen oder so dann. Also mir fehlt nicht mehr viel. Ja, bei mir auch nicht. So ein halbes Ding. Alter, stirbst du mal? Oh, ich bin gleich tot. Den einen Schlag, den er macht, der tut echt weh. Den da. Jetzt haben wir ihn. Bäm, schön mit der Schottisalve. So, sollen wir ihn umbringen oder sollen wir ihn nicht umbringen? Ja, ich fände, der ist zu gefährlich, um ihn frei rumlaufen zu lassen. Okay. Flatsch. Doch. Das war's einfach. Ja. That was an incredible rescue hunter. And an entirely pointless one, so it seems. Good deeds are never pointless. Which means that you'll answer my questions, right? Certainly. But I must return to the village immediately. See you there. Schon. Sieht so aus, als wäre unsere Arbeit hier erledigt. Ich weiß nicht, ob du Knopf drücken kannst, aber auf T kann man sich direkt zurück teleportieren in die Stadt. Ah, cool. Man spart sich eine Menge rumgelaufen. So, jetzt sollen wir zum Bürgermeister gehen. Deinen Chlepp. Before you run away again, please tell me how to get to Borgova. If you want to reach Borgova, you must travel through the old mines to the other side of the mountain. I sense another butt coming up. But you have to use the ancient ink gate in the swamps. It opens into the tunnels. It's not easy to find your way around here. Klepp, war der nicht mehr bei VfB Stuttgart? Naja. Okay, aber hier gibt es noch mehr Ausrufezeichen. Wollen wir da mal erkunden? Ja, eins davon hat der gute Bürgermeister. And suddenly someone appreciates me. Bah! They all forget me. That's what peace does to you. Is there anyone who can tell me more about Borgova? Talk to the alchemist, if you can. But the Romany travelers put a curse on him, so he can't speak anymore. Oh. They love curses. It's nice to see that they are sticking to tradition. Katerina, please. How can I help that poor man? Go to the Romany tribe and ask them to remove the curse. Hätten wir das auch früher annehmen können? Wir waren ja schon im Romany Camp. Ich glaube nicht. Und ihn jetzt auch nochmal? We are plagued by the Rusalkus. These evil nymphs have returned to the woods. And they are constantly attacking the village. What if this time someone attacked back? Let me guess, you're referring to me, right? Would you do that? I am Van Helsing. I'll help you. Oh, wusste nicht das sofort. Ja, will er gleich.